Ich bin jetzt in Kroppenstedt. Ja, es ist schön hier. Wir suchen Maren. Naja, wie es aussieht, ist Maren nicht da. So schade. Also Maren, wenn du dich nochmal bewirbst und du sagst, du hörst auch auf der Arbeit, brauchen wir einen Namen und Adresse von deiner Arbeit. Und dann können wir auch da vorbeikommen. Maren ist nicht zu Hause, aber da steht ein Zettel bei Hausnummer, also bei der Nachbar, soll man die Pakete abgeben. Vielleicht können wir die 500 Euro da abgeben. Also wenn die Pakete hier abgegeben werden soll, gehe ich davon aus, dass die Leute wohl zu Hause sind. Hallo, Radio SAW, hab ich schon gesehen. Guten Tag, junge Frau, wie geht's Ihnen? Ja, es geht so. Wie ist Ihr Name, Vorname? Rutt. Okay, wir wollten eigentlich zu Maren. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Sie hat gesagt, Pakete bei der Nummer bei Ihnen abgeben. Deswegen sind wir hier. Das sind von meiner Tochter. Das ist Ihre Tochter? Ja. Ach, wie toll. Dürfen wir kurz reinkommen? Sie schalten das Radio ein? Das ist schon ein. Ja? Was das läuft? Ich immer an Radio SAW. Mein Enkelkind ist da mit meinem Urenkel. Hallo Lucy. Hallo. Und hier läuft Radio SAW. Sie haben Radio SAW laufen und das heißt, Sie gewinnen jetzt 500 Euro. Und das ist toll, da freue ich mich super drüber. Kann ich sehr gut gebrauchen. Werden Sie Maren was davon abnehmen? Natürlich. Wie viel? Die Hälfte. Oh, ist das lieb. Also, das war eine richtig schöne Überraschung. Das war wirklich eine Überraschung. Die Mutti von Maren, hier in der Küche, Essen steht auf dem Tisch, Radio SW läuft und das heißt 500 Euro Einschaltprämie. Oh, toll. Freue ich mich super. Die Radio SAW Einschaltprämie. Laufen wir, kassiert ihr.